Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 Kampagne hier bei Heisenberg Zockt. So, wir haben eine Linie, wir brauchen einen Zug, wir müssen hier mit dem Öl nach da hinten, damit es noch Treibstoff gibt und dann müssen wir das hier in die Städte bringen. Ich würde sagen, das gehen wir mal an. Wir kaufen uns einen Zug und zwar, ja nochmal den hier, weil er ist am schnellsten. Nehmen da ein paar Wagen dazu, damit da wirklich auch genug Öl nach da hinten kommt. Ne, das ist wahrscheinlich einer zu viel, ich glaube 160 haben die Bahnhöfe. Kaufen wir mal. Ui, 18 Millionen. Ach, du grüne Neune. Ja, der kostet ein bisschen was. So, Öl für Treibstoff. Das hätten wir. Da wollen wir natürlich schnell gucken, wie der rauskommt. Wobei, der kann nicht raus, weil der dort hinten blockiert. Das würde heißen, machen wir doch schnell noch ein Signal hin. Schadet das, wenn wir das für später auch haben? Nee, der kommt ja hier nicht mehr lang. Das schadet, wenn wir das irgendwie zweigleisig machen. Aber jetzt kann er ja hier raus, jetzt muss er warten. Okay, sollen wir dich noch drehen? Kriegst du hier schon was? Nee, bis jetzt nicht. Das kann sich aber noch ändern. Ich warte mal noch ein, zwei Sekunden, damit wir den Zug nochmal drehen können, falls hier tatsächlich dann schon die ersten Ölfässer angeliefert werden. Ja, wahrscheinlich gibt es was, wenn er hier dann drin ist, weil er dann wieder abladen kann. Wenn wir hier gucken, ja, wir haben nichts mehr im Lager. Der muss erst das Lager füllen, dann gibt es hier wieder Öl. Das heißt, dann drehen wir den dann, weil das ist sonst eine Leerfahrt, das brauchen wir überhaupt nicht, das bringt's nicht. So, düs mach, Kollege. Ja, er setzt sich in Gang. Ich würde sagen, den könnten wir eigentlich schon mal drehen und dann anhalten und warten, bis der tatsächlich abgeladen hat. Ja, das ist ein wirklich sehr cooler Zug. Der hat halt direkt gleich was irgendwie von so einem wirklichen, so einem Kesselwagenzug, von so einem Güterzug, hier mit dieser runden, diesem runden Krokodil halt. So, dreh du mal. Okay. Und jetzt werden wir sehen. Zur Not muss ich den wirklich kurz anhalten. Ich möchte, dass der wenigstens ein, zwei Fässer dabei hat. Da sieht man schon, die ersten kommen schon. Das funktioniert also. Er müsste hier eigentlich auch reinfahren können. Jawohl, da kommt aus dem Wald. Ja, ich glaube, den können wir tatsächlich so laufen lassen, würde ich sagen. Und jetzt, mir fiel er noch auf, das ist natürlich noch gut, dass wir jetzt tatsächlich so viele LKWs verbraten haben da hinten. Weil wir haben, ja gut, 39 werden reichen. Wir haben hier natürlich, wie soll ich sagen, Städte in der Nähe. Ich würde gerne mit dem Treibstoff nach La Crosse mit LKW, hierhin auch, dahin auch. Und das hier hinten, da haben wir noch jene, das würde ich mit Zügen machen. Wenn wir dann soweit sind. Gut, er lädt, wie viel lädt er? Ja, 11, 12, immerhin. Okay, dann gibt es nicht eine ganze Leerfahrt, dann gibt es eine halbe. Ist eigentlich schlimm genug. Okay, gut. Wir bringen mal nach da hinten den Treibstoff. Jetzt haben wir gesagt, das machen wir hier mit LKWs. Das heißt, wir brauchen hier so ein Cargo-Teil. Machen dich mal. Ist das hier richtig? Jawohl, da oben haben wir noch Steine. Nicht, dass das ein Durcheinander gibt. Wir brauchen hier tatsächlich das Teil hier. Dann machen wir so ein Teil hier bei Kollege Tankstelle. Okay. Neue Linie. Von hier, hier runter. Da rein war das. Da könnte man hier eigentlich noch eine Abkürzung machen. Das würde ich auch tatsächlich machen. Jetzt machen wir aber zuerst, dass wir die Linie benennen. Das ist Treibstoff. La Crosse war das, glaube ich. Jawohl, La Crosse Zentrum. Wir haben noch einen LKW dahinter, damit wir das auch wissen. Sehr gut, ein Depot haben wir dort. Aber das zuerst. Bevor wir da eine Abkürzung basteln. Könnt ihr Treibstoff? Ja, wäre auch jetzt fatal gewesen, wenn sie das nicht könnten. So, machen wir mal eine Ladung. Moment, muss ich da nochmal runter? Tatsächlich. Treibstoff La Crosse. Das läuft. So, und jetzt kriegt er die versprochene Abkürzung. Ganz klar. Weil hier so außenrum, das bringt es gar nicht. Das muss definitiv nicht sein. So, mal schnell die Linie gucken. Jawohl, das haben sie gemacht. Sie müssen einfach aus dem Depot raus. Gut, das erste hätten wir. Das zweite wäre, würde ich sagen, Eau Claire. Das ist nicht mal weiter weg. Also das heißt nicht Eau Claire, OO, sondern Eau Wasser, würde ich mal sagen. Nein. Gebäude. Zack, da unten hin. Neue Linie. Zack, hier und zack, hier. Hier können wir noch gucken wegen den verschiedenen Terminals etc. Würde ich glatt noch kurz machen nachher. Also, das ist jetzt aber hier Treibstoff nach La Crosse. Ne, nach Odingens. Moment, hä?
Habe ich jetzt die... Oh, nee. Hä? Das ist doch Lacrosse da hinten. Nee, das ist Odingens. Warum denn nach Lacrosse Zentrum? Hä? Durcheinander. Halt! Nochmal kurz alles zurück. Was ist das hier für eine Linie? Die hier. Was früher die Poststation war, ist heute die Tankstelle. Treffpunkt und Rastplatz für Mensch und Maschine. Sieh zu, dass stets genügend Sprit vorrätig ist. Okay, ach, wir waren zu schnell. Schau mal an. Jetzt haben wir das Ganze im Prinzip schon angeleiert, bevor die Aufgabe kam. Ja, es war eigentlich relativ logisch, halt, dass das jetzt kommt, wenn hier überall Treibstoff verlangt wird. Okay, in einer Summe von 100. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir immer genug Treibstoff hier hinbringen. Aber jetzt das Rätsel dieser Linie. Ich brauche mal kurz... Hä? Haben wir da noch gar keine Haltedienst? Linie verwalten. Jetzt. Lacrosse Zentrum. Das ist doch Eau de Claire. Warum heißt das denn? Ach, weil das die Breslauer Straße ist. Ah, okay, alles klar. Ändert aber natürlich nichts daran, dass das hier... Ja, jetzt habe ich es auch noch gerafft. Hurra! Und ich lösche natürlich wieder. Das haben wir aber schnell geschrieben. Treibstoff. Eau Claire. LKW. Zack, passt. War doch gar nicht so schwer. Wir brauchen ein Depot. Das haben wir hier unten. Das ist eh schon auf dem Weg dorthin. Okay, zuweisen. Oh, hätten wir hier. Passt, dann haben wir zwei Städte bzw. zwei Tankstellen schon mal beliefert. Okay. Das ist natürlich auch noch ein bisschen... Hier Stein, jetzt dachte ich wieder, Momentchen, nein, jetzt habe ich nicht noch den falschen LKW-Port erwischt. Nee, nee, das müsste schon stimmen. Kann ich mal schnell gucken? Jawohl, ihr düst hier am Steinteil vorbei. Da bin ich beruhigt. Wenn wir hier gucken. Ja, da kriegen wir für die noch nichts. Aber jetzt, ich würde das Teil gerne noch ein bisschen konfigurieren, bevor wir weitermachen. Das Problem ist, ich habe es fast ein bisschen nah daran gebaut. Wenn man hier guckt. Wir können hier aber eine Ausfahrt machen. Machen wir die mal, dann kriegen wir kein Durcheinander. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal eine Plattform. Modul wird entfernt. Da kriege ich noch eins hin. Die Motorisierung nützt der gesamten Gesellschaft. Jo. Dennoch ruft sie bereits eine lautstarke Gegnerschaft auf den Plan. Oha. Es wird behauptet, Autos und Busse würden die Umwelt schädigen. Ach was. Das ist natürlich Humbug. Natürlich. Trotzdem lohnt es sich, einige Maßnahmen zu treffen, um kritische Geister zu besänftigen. Werden wir machen. Habe ich jetzt weggedingselt? Maßnahmen zu treffen, jawohl. Die Gegnerschaft der Automobilisierung fordert, mehr Grün soll ein Ausgleich zu den Blechlawinen schaffen, die sich angeblich durch die Städte pflügen. Nun, wenn's weiter nichts ist. Okay, pflanze Bäume im Gebiet von Minneapolis und St. Paul. Das werden wir machen, aber wir machen zuerst mal den Treibstoff, würde ich vorschlagen. Kriegen wir denn jetzt hier schon was? Ne, das klappt noch nicht. Wird aber auch noch funktionieren. Nach da oben haben wir gesagt, machen wir auch noch LKWs. Das ist aber die letzte Strecke, die wir hier machen. Das heißt, also mit LKWs meine ich. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich nochmal so ein Teil. Eine neue Linie. Von hier, hier runter. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Es müsste, also ich meine von wegen, dass die Straßen schon stimmen. Ich glaube ja. Ja, da düsen sie da lang, darauf. Und dann nach da oben. Da müssen wir mal gucken, ob das die richtigen Straßen sind für die Fahrzeuge. Das werden wir rausfinden. Also, das wäre dann Linie 3. Ich sehe natürlich wieder nicht, was das für ein Städtchen ist. Das muss ich nochmal kurz gucken. Treibstoff. Ja, und jetzt eben welches Städtchen da oben. Ne, nochmal eins weiter. Rochester ist das. Okay, Rochester. Treibstoff. Jetzt nicht wieder löschen, sondern... Anfügen, Rochester, LKW, okay, passt, haben wir, Depot, Fahrzeuge kaufen, sind immer die gleichen natürlich, das ist eine weitere Strecke, da machen wir ein paar LKWs mehr, Rochester, und dann haben wir, glaube ich, die LKW-Linien tatsächlich alle gemacht, aber jetzt möchte ich eben nochmal kurz gucken, wie schnell seid ihr, was habt ihr für ein Tempo drauf, das werden wir rausfinden, das steht nämlich hier, 50 km/h, und die Straßen lassen, glaube ich, auch 50 zu. Also die hier. Das wäre die hier. 60 sogar. Okay. Ich brauche noch die Linie, damit ich sehe. Rochester, das wäre die hier. Die düsen also hier lang. Und hier nicht mehr. Ach nee, die düsen hier lang. Okay, das ist alles schnelle Straße.
Es geht hier rauf und hier hört es dann auf mit der schnellen Straße. Deswegen werden wir euch hier noch eine schnelle Straße offerieren. Funktioniert, passt, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Zügen. Wir haben hier ja schon unseren Bahnhof. Da haben wir relativ easy die Möglichkeit. Aber wisst ihr, was natürlich Käse ist? Richtig. Wenn wir hier mit den Gleisen raus wollen, dann haben wir hier tatsächlich nachher einen Bahnübergang. Das finden die LKWs wahrscheinlich nicht wirklich lustig. Wenn wir hier hinten rausgehen, wir können ja mal gucken. Hier haben wir ja ein Gleis. Bringt uns das in irgendeiner Art und Weise nach da hinten? Nee. Man könnte zwar hier rüber, hier rauf, dann wäre man dort, da könnte man dorthin. Das ist irgendwie alles zu weit. Aber wisst ihr was? Ich glaube, weil hier einen Bahnhof machen, das wird eh nicht funktionieren. Wir müssen mit dem Zug wahrscheinlich einmal nach da hinten, nach St. Cloud. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Weil das Problem, das ich sehe, ist, wir kriegen hier nirgends einen Güterbahnhof hin. Ja, hier vielleicht noch hier rein. Dann könnten wir das mit dem Zug machen, ist dann aber irgendwie auch widersinnig, wenn wir hier hinten nachher das Ganze mit LKWs machen. Und hier kriege ich keinen Bahnhof hin. Hier einen Bahnhof hin machen, muss ich wieder LKWs haben, die das nach da hinten bringen. Und das ist irgendwie auch nicht wirklich ideal. Ja, machen wir das halt auch mit LKWs. Das Problem ist, man sieht es hier. Nee, man sieht es eben doch nicht. Wie funktioniert das genau? Wie wird das gemessen? Treibstoff liefern 0 von 100. Dass stets genug Treibstoff bzw. Sprit vorhanden ist. Jetzt geht das hier zum ersten Mal rauf. Wir müssen einfach gesamthaft wahrscheinlich auf die 100 kommen in einem bestimmten Zeitraum. Okay, was man natürlich auch machen könnte, ist... Ich habe gar noch eine andere Idee. Dass wir den Treibstoff mit dem Zug irgendwo hier hinbringen. Hier den LKW-Port, den Bahnhof machen. Und dann mit den LKWs die Reststrecke. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann haben die LKWs nicht so eine weite Reise. Weil sonst haben die hier hinten wahrscheinlich immer zu wenig. Oder überschätze ich die Aufgabe? Das könnte natürlich auch sein. Ja, wir haben 37 Millionen. Man könnte das... Ne, wisst ihr was? Wir machen die einfache Variante. Wir machen das mit LKWs. Wenn wir sehen, es reicht nicht, können wir immer noch Züge nehmen. Weil es ist günstiger, die LKW-Linie aufzuheben, wie nachher die Zuglinie aufzuheben. Also einmal diesen. Neue Linie. Von hier. Da können wir auch schnell gucken, von wegen... Dass wir den LKWs ein bisschen noch eine Abkürzung gönnen, je nachdem. Das wäre dann hier wieder Treibstoff. Für das Städtchen. Ich sehe es natürlich wieder nicht. Das ist St. Paul. Okay. Da hinten, ja, das ist St. Paul und da hinten ist Minneapolis. Okay. Also St. Paul. Wo haben wir es? Treibstoff, Treibstoff, Treibstoff hier. St. Paul. Nein, jetzt hätte ich es wieder gelöscht. Nochmal einmal klicken. St. Paul. LKW. Haben wir. Gut, hier haben wir sicher auch irgendwo ein Depot. Ja, guckt mal, genau neben der Tanke. Das ist sensationell. Fahrzeuge kaufen. Auch wieder ein paar. Ganz einfach, weil wir sonst hier, wenn wir so eine weite Strecke haben, nicht rechtzeitig hinkommen wahrscheinlich. Okay, hätten wir auch. Dann wollen wir gerne noch nach hier hinten. Hier auch nochmal so ein Teil. Zack. Und eine neue Linie. Und das wäre dann eben Minneapolis da hinten. Hier runter. Hier rein. Funktioniert. Wo haben sie? Wo haben sie? Ich muss mal den hier aktivieren. Linie 3 müsste das sein. Das wäre wieder Treibstoff. Was sonst? Treibstoff. Minneapolis. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Sonst ist egal. Wir wissen, was gemeint ist. Und wenn wir ja hier hinten ein Depot haben, haben wir hier nochmal eins. Nein, ist aber egal, da können wir tatsächlich das hier nochmal verwenden. Kaufen. Minneapolis haben wir hier. Oh, war das der Bus? Nee, ich hab's zu schnell gemacht. Nein, Herr Eisenberg, nun... Warte doch nicht immer so schnell. Wo willst du hin? Bus, St. Cloud, echt jetzt? Nee, ich brauch halt, Pause, Linie. Bus St. Dingens. Der Rest stimmt, glaube ich. Ja, aber die stimmen nicht. Die müssen alle kurz raus. So, die brauchen alle eine neue Linie. Das heißt, ja, im Prinzip mache ich das besser, wie ihr Fahrzeuge verwalten. Und dann die Linie. Hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. Welches war das? Der Bus irgendwohin. Da, die. Kann ich die gesamthaft...
Fahrzeuge verwalten. Ja, doch, das geht. Moment, Fahrzeuge verwalten. Hab's gleich. Jetzt. Zack, 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 zack. Wir löschen die mal. Ist einfacher, wir können die gleich nochmal kaufen. So, dann haben wir hier die Busse. Das ist richtig, die hier sind falsch. Bei Busse and Cloud. Ja, so lernt man dann eben auch, wie man das Ganze machen kann, wenn man es löschen will. Jawohl, dankeschön. Dann machen wir die Übung nochmal, Fahrzeuge kaufen. Und jetzt machen wir das aber richtig, Herr Heisenberg. So viel war versprochen. Menge zuweisen. Treibstoff Minneapolis war das. Zack, jetzt stimmt's. Jetzt haben wir das. Wo fährt der lang? Moment, kommt er dort nicht durch die Stadt durch? Wir haben hier natürlich ordentlich Stau. Das sieht man. Aber das sollte sich mit der Zeit dann auch legen. Ich möchte hier nochmal kurz die Linie haben. Ist das die richtige? Jawohl. Okay, funktioniert. Passt alles. Dann fehlt uns natürlich jetzt noch die Bahnstrecke. Und die führt uns nach St. Cloud. Den Rest hier haben wir, glaube ich, tatsächlich. Die werden alle beliefert. Gut. Ja, wie machen wir die Bahnstrecke? Vielleicht hier lang und dann nach da hinten. Das ist zu weit. Das Problem ist, wir müssen natürlich nochmal ein ganzes Eisenbahnnetz hinstellen. Ja, aber okay, dann müssen wir das halt, dann machen wir das. Weil das ist tatsächlich zu weit. Wir können keine Flug-Cargo-Teile machen, das geht nicht. Wir müssen also die Eisenbahn nehmen. Gut, cool, freue mich drauf. Eisenbahn ist eh viel besser wie Bus oder LKW. Finde ich zumindest, aber ja, es macht beide Spaß. Ist auch klar. Da haben wir ja ein Gleis. Wo möchtest du denn hin? Ach, hier rüber. Und dann dort wieder raus. Das ist eingleisig. Sollen wir da mal reingehen? Das Ganze zweigleisig machen? Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Warum? Oh, liebe Spiel, nicht. Oh, nicht abstürzen. Oh, lalalala. Sorry, ich mache mal ganz kurz. Das hat sich ein bisschen so angefühlt. Es wird es gleich abnippeln hier. Wo habe ich hier meinen Test? Da, das ist sozusagen der Platzhalter. Die Platzhalterdatei, damit wir hier wirklich immer auf der sicheren Seite sind, ist so eine Art Autosave manuell gesteuert. So, nochmal kurz ein Gleis. Das hat irgendwie ganz komisch geruckelt, sich irgendwie auch wirklich merkwürdig angefühlt. Deswegen lieber das Ganze so machen. Also hier rüber. Da könnte man sogar mit dieser einen Brücke arbeiten, aber die müssen sich jetzt nicht unbedingt ins Gehege kommen. So, hier rüber. Und dann gerne hier rein. Und irgendwie hier raus. In die Richtung. Ist das richtig? Ja, wir müssen dann doch noch ein Stückchen nach da hinten. In Ordnung. Bauen wir mal. Jetzt fehlen hier natürlich die Weichen. Ne, da haben wir sie. Aber hier unten fehlt die Weiche. So, und dann können wir das nämlich auch für den anderen Zug schon mal zweigleisig machen, falls wir da noch mehr Zeugs brauchen. Was macht denn der Zug? Das ist unser Steinzug. Naja gut, der ist jetzt nicht so interessant. Ich dachte, das sei der Rohölkollege. Aber ist ja egal. Okay, Signal. Vor die Weiche, das wäre hier. Einmal hier. Gerne hier auf der Brücke so ein Teil. Und dann hier vorne, wo es Feierabend ist, natürlich wieder. Zack und so. Und dann machen wir hier noch ein Signal. Ist ja eingleisig und er kommt aus dem Bahnhof raus, dann hat der hier sozusagen freie Fahrt. Zumindest zu Beginn jeweils. Dann haben wir ein Gleis. Ja, da müssen wir aber nach da hinten. Das heißt, ich guck mal. Kriegen wir das irgendwie so hier lang? Ne, da macht es irgendwie komische Sachen. Ja, das ist mir dann wieder zu hart von der Kurve her. Bauen wir mal. Bauen wir es halt in kleineren Schritten, dann funktioniert es auch. Oh, ein Gleis. Echt jetzt? Können wir da kreuzen? Ich würde sagen, da kreuzen wir, da sparen wir uns jetzt eine Brücke. Ja, wobei, das ist wieder Käse. Einmal mehr, weil dann hat je nachdem wieder immer nur ein Zug Vortritt. Nur hier mitfahren und dann rübergehen, das wäre vielleicht fast eleganter, dass wir das so machen. Guck mal. Also hier wird das sozusagen zum Kollegen. Geht hier rauf. Und düst dann so hier weg. Okay. Gut, hier unten hat das seine Richtigkeit. Ne, er muss ja noch rüberkommen, das kommt auch. Dann haben wir hier halt die Kreuzung. Ist eigentlich egal, was ich jetzt gemacht habe, ist eigentlich sowieso das, wie wenn man es normal kreuzt. Einfach mit einer Kurve. Aber gut, ist doch okay. Mal schnell gucken, die Linie hier. Jawohl. Da bräuchten wir hier ein Signal. Sollen wir hier ein Signal machen? Sonst muss der ewig warten. Wir machen hier zwei Signale. Ich mache das wirklich ungern, weil es eingleisig ist.
Also, weil halt, ja, wir Gegenverkehr haben, sozusagen vom eigenen Zug her. Aber jetzt machen wir mal eine Ausnahme, sonst warten die dort, wir haben Wartezeiten des Todes, sozusagen. Das ist nicht, was wir wollen. So, hier noch lang. Und jetzt muss ich gucken, hier vorne kriege ich nämlich, jawohl, hier kriege ich den Bahnhof eben schön hin. Machen wir einen Kopfbahnhof. Länge 160 Meter, ein Gleis reicht. Drehen dich ein bisschen. Machen dich, ja, vielleicht doch hier hin. So hängt das nämlich doch an der Straße dran, man sieht's. Zack. Gleis. Wo ist mein anderes Gleis? Hier oben. Und schon haben wir das Ganze fertig. Da brauchen wir auch keine LKWs mehr. Das wird dir dorthin geliefert. Neue Linie. Von hier in schickem Rot. Dann sieht man wenigstens, was das ist. Hier runter und jetzt hier aber natürlich in diesen Bahnhof rein. Und man sieht, das klappt. Dann ist das hier Treibstoff. Wie heißt das Städtchen dort hinten? St. Paul, ist das das? Ne, St. Paul hatten wir doch schon. St. Cloud? Ist das... Ne, Moment, ich muss mal hier kurz raus. St. Cloud ist es tatsächlich. Gut. Nochmal nach hier düsen, nochmal hier runter. Treibstoff St. Cloud. Da könnte man... Jetzt habe ich es doch wieder. Egal. Treibstoff, da könnte man jetzt natürlich auch noch schreiben. St. Cloud Zug. Das machen wir jetzt auch, weil wir haben bei den anderen allen LKWs. Da machen wir jetzt hier Treibstoff St. Cloud Zug. Passt. Guck mal, 40 haben wir schon von 100. Also das funktioniert schon. Die Stadt verschönern, das werden wir dann machen, wenn das hier alles läuft. Die Linie haben wir. Wir gucken schnell, haben wir hier ein Depot? Nein, dann würde ich hier noch eins hinstellen. Wir haben nirgends in der Nähe ein Depot. Naja, gut. Hier ist das auch zweigleisig. Ja, das wird hier zweigleisig. Sehr schön. Gut, Depot, Depot, Depot. Gebäude, Depot. Ja, wenn, dann auf der Seite natürlich. Okay, Gleis. Hier rein. Und dann haben wir das schon. Das heißt, jups, in der nächsten Folge gibt es hier einen Zug. Ne, das ist falsch. Wir müssen in ein anderes Gleis rein. Hey, wo gehen wir denn raus? Habe ich jetzt hier das gleiche Gleis genommen, wie wir es hier haben? Das ist ja auch nicht schlecht. Naja gut, das können wir noch schnell kippen, indem wir hier eine Weiche installieren. Und dann sollte hier eigentlich jeder Zug sein eigenes Gleis nutzen können. Ja. Sollte, tut aber nicht. Terminals. Du sollst in die... Ja, geh doch mal in die 3 rein. Okay, haben wir. Ja, jetzt passt das Ganze. Gut. Zug kaufen und mitfahren. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ach, sind die nicht auch süß hier? Die LKWs mit ihren kleinen Dingen hinten drauf? Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.